Wir haben Erkenntnisse, dass iranische Nachrichtendienste hier aktiv sind, dass auch Oppositionelle im Fokus stehen. Meine Eltern stammen aus dem Iran, sind geflohen aus dem Iran, als sie jünger waren als ich heute. Das iranische Regime verfolgt seit vielen Jahren seine eigenen Staatsbürger, auch hier bei uns in Deutschland. Und dann kam ein Mitglied dieser Gruppierung, die in der sogenannten Moschee aktiv ist. Er sagte direkt auf Persisch, kommt es denn, dass du nicht in unsere Moschee kommst? Und ich sagte zu ihm, weil es keine Moschee ist, das, was ihr predigt, damit habe ich nichts zu tun. Er wusste nämlich, dass ich auch auf die Hinrichtungen hinweise damit, die im Iran passieren. Und dann meinte er, das ist wie so eine Fliege, die in einem Raum rumgeflogen ist und wir haben die einfach nur weggeklatscht. Pass lieber auf, dass dieses Wegklatschen nicht nochmal passiert. Und dann war mir klar, okay, der bedroht mich jetzt. Wieso nimmt denn die Bundesregierung uns aus dem Iran als Flüchtlinge auf, aber lässt staatliche Institutionen des iranischen Regimes hier trotzdem weiterarbeiten? Wir werden hier konfrontiert mit den Mördern unserer Verwandten, unserer Familienmitglieder.